Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, das ist immer noch nachkommentiert und wir sind immer noch im Schrein von Amana unterwegs. Und wir wollen uns jetzt mal um das Riesenbaby da hinten kümmern. Ja. Wie machen wir das am besten, indem wir uns nicht in die nassen Fluten stürzen hier? So, wie schon gesagt, die kann man eigentlich ganz einfach besiegen, wenn man Giftpfeile dabei hat. Aber ja, shit happens. Na? Kann man den auch hierher locken? Ja, kann man. Oder auch nicht. Kommt er her? Hallo, kommst du auch mal her, Baby? Oder soll ich dich da irgendwie hinwindeln? Also wenn das gleich so weitergeht, dann weiß ich nicht weiter mit meinen ganzen Pfeilen. Na, komm schon. Noch ein paar Pfeile sind zwar nicht schlecht. Okay, Bullseye. Yay! Und er liegt. Sehr schön. So. Da vorne haben wir ein weiteres Gebäude, wie es scheint. Ja. Und ich glaube, da in dem Gebäude konnte ich einen NPC rufen. Oder so. Junge, du gefällst mir da im Boden nicht so wirklich. Komm doch mal her. Ich will dir mal meine Meinung geigen. Wenn ich eine Violine dabei hätte. Tja, schade. Muss es halt eben so sein. Ich glaube, ich kümmere mich auch mal kurz um den Magier da hinten. Ja. Noch ein Stück. Ja, genau. Sehr schön. Na? Ja, so kann man es auch machen. Liegt der jetzt? Ja, der liegt. Sehr schön. So, wie geht es jetzt weiter? Gehe ich jetzt ins Haus rein? Ja. Jetzt geht es erstmal ins Haus. Dann wird der NPC gerufen, der da drin herrscht, denke ich mal. Oder? NPC? Ja, NPC. Und zwar, Nachricht lesen. Mann wird benötigt. Ich bin eine Frau. Wollt ihr mir jetzt damit sagen, dass ich ein Mannsfeind bin? Okay. Großseele als stolzer Ritters und ein Asketenleuchtfeuer. Yay! Die Asketenleuchtfeuer brauchen wir eigentlich nicht. Mutige Felicia. Nee, Felicia. Felicia, Felicia. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Jedenfalls die eine mutige Dame. So. Denn winken, ja, sehr schön. Hallo. Und Türe öffne dich bitte. Danke. Yay. So, Felicia, darf ich denn bitten? Wow. Alter. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Ha. Felicia, lass mich mal bitte durch. Felicia, lass mich bitte durch. Felicia, lass mich bitte durch. Danke. Aua. Aua. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Natürlich lebt er noch. Warum sollte er nicht mehr leben? So, schnell raus. Anvisieren, zielen und Feuer. So, Felicia, wenn du die... Ist das da jetzt ein Gegner oder ist das da... Ne, die steuert den nicht zu. Okay. Also, Felicia, wenn du unbedingt in die nassen Fluten nicht hineinstürzen willst... Okay, da ist ein Gegner? Den habe ich nicht gesehen. Dann geht's mal nach da hinten hin, weil ein Bekannter von mir meinte,
dass da hinten ein sehr... Ja, versucht deshalb... Distanzkampf deshalb versucht Gift. Ja, genau. Ihr mich auch. So. Also da hinten soll irgendein guter Gegenstand sein. Was ich zwar stark bezweifle, aber bei Dark Souls ist ja alles gewiss. Also kann man ja nie wissen, was hier gut und was schlecht ist. Ich sehe nur, dass da vorne zwei Magier stehen. Na gut, ein Magier. Okay. Und der ist tot. Sehr schön, so. Na, wo geht es weiter? Na? Felicia, willst du nicht auch mal einen Schritt nach vorne wagen? Nee? Okay, dann mach ich hier die ganze Zeit ganze Arbeit. Da ist der nächste. Yay. Und dann geht's gleich weiter. Na, komm schon her. Ja. Mädel, du hättest nicht auf dem Abgrund stehen sollen. Dann hättest du auch länger gelebt. So, was haben wir denn da vorne Schönes? Loot. Yay. Essos-Flakon-Scherbe, yay! Ja, da können wir endlich unseren Essos-Flakon auf 12 aufwerten. Ja, das ist auch nicht schlecht, muss man ja sagen. Ging es da jetzt ganz normal weiter? Ja. Gut. Denn geradeaus bitte. Ich möchte heute noch den Part beenden, indem ich durch das Nebeltor laufe. Oder mache ich das im nächsten Part? Ich weiß es noch nicht. Nun ja. Ja. Sind das da nicht diese lachenden Kübel? Ja, lachende Kübel. Und da hinten sind auch noch so viele... Da hinten ist auch noch so viel Loot. Das kann's doch nicht wahr sein. Okay, das sind die ganzen Scherben. Felicia? Hallo? Was soll denn der Strom? Hä? Geht's da weiter? Nee, geht nicht weiter. Da ist ein Abgrund, oder nicht? Nee, hier ist eine... Hier ist eine Truhe. Auch nicht schlecht. Mit dem Feuerorkan. Ja, eine der stärksten Dark Souls 2 Pyromantien, ohne die aus dem DLC zu nehmen. Und ich denke mal, diese wird uns definitiv sehr oft den Arsch retten. Bei Bosskämpfen, zum Beispiel gegen Finster Viecher. Wie jetzt den Finsterschleicher oder ich weiß jetzt nicht, was für ein Boss noch Finsternis in sich hat. Aber ich denke mal gegen den und noch gegen jemand anderen. So. Okay, zwei. Ich habe insgesamt gerade 4 Schuss verbraucht, um einmal zu treffen. Hallo? Hallo?
greifst du den auch mal ordentlich an, sodass der auch schrammt? Sehr schön. Ja, macht er gerade. Yay. Ja, einmal noch. Ja, geht doch. Geht doch. So. Hier steht aber auch noch mal irgendwo ein Magier rum. Ja. Felicia, kümmerst du dich bitte um den? Felicia, kümmere dich bitte um den. Hallo, Felicia. Kümmere dich bitte um den. Immer muss man alles selbst machen. Das ist so typisch NPC. Ja, eventuell kann ich ja... Ja, Meister ist da vorne noch Magier. Ja. So, der ist tot. Da vorne sind zwei Erzdrakenwächter. Und ein Paladin wieder. Verzeihung. Okay, irgendein Viech ist gerade den Abgrund runter. Ich glaube, das war so ein Knallfrosch wieder. So. Felicia schon mal was von den Doktoren gehört. Streichkorb und die Handschuhe davon. Sehr schön, so was für ein Gegenstand. Ganz gerade. Ja. Und kriegt Schaden. Und kriegt noch mehr Schaden. Und heilt sich. Und kriegt wieder Schaden. Ja. Ich würde ja jetzt sagen, ich höre mal besser auf zu mit dem Bogen zu schießen. Aber nein. Weil die gleich auf den Abgrund zu stratzt. Aber nee, ich habe das ja natürlich zu der Zeit nicht gemerkt. Warum sollte ich auch? So, dann lassen wir die jetzt mal in Ruhe. Hallo, wir lassen die jetzt mal in Ruhe. Chris, lass die mal in Ruhe. Gegen sein Vergangenheits-Ich anzutreten ist irgendwie scheiße. Weil das hört einem nie zu. Kann auch nicht. Oder? Chris, lass sie doch leben. Die stürzt sich doch sowieso gleich in die Fluten. Hallo. Hey, rede ich irgendwie gerade so Heli mit dir? Ach, natürlich nicht. So. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Weil die stürzt sich gleich sowieso in die Fluten. Seht ihr? Und ja, begutachten wir doch mal das in den Strickpflanzen. Was haben wir denn dahinter Schönes? Ein Hippo. Okay, der Fall wäre da durchgegangen. Hallo? Hallo? So, Felicia, du gehst jetzt mal wieder auf den Hippo rauf. Sehr schön. Und warum zum Henker räumt der da hin? Komisch. Ich hoffe noch, Felicia kämpft jetzt gegen den. Felicia, du solltest gegen den kämpfen, nicht mir folgen. Himmel, Herrgott, nochmal, so doof kann doch ein NPC nicht sein. Felicia, darf ich bitten? Gehst du bitte auf den Mops darauf? Felicia, geh bitte auf den Klops rauf. Felicia, geh bitte auf den Klops rauf.
Felicia, du sollst bitte auf den Knopf drauf gehen. Danke. Typisch NPCs und ihre Ideologie. Ja, ich gehe nicht auf den Mob drauf, erst wenn du nicht angreifst. So doof kann man, kann NPC doch nicht sein. Ich will schon ein einzelnes Mal ein Spiel mit einem sehr intelligenten NPC. Typisch NPCs. So schwer kann es doch nicht sein, dass der auf dem Mobs darauf geht. Erst nach 3 oder 4 Schüssen ist er von sich selbst da losgegangen. Hatte der kein Sichtfeld dahin oder wie? Na gut, ich reg mich ein bisschen zu sehr darüber auf. Ja. So, und ein Schuss noch. Ich sagte ein Schuss noch, nicht ein Fehlschuss noch. Na egal. Oh ja. 2010, sehr schön. Eigentlich müsste hier ein zweiter Hippo stehen, um jemanden um Bedarf zu überraschen. Komisch. Singerin bleibt in der Lebensring plus 2. Yay. Wie das wohl ausschaut, wenn ich als Kerl das Sängerinnenkleid anhebe? Total komisch. So. Ja, ich glaube, das mit der Nebelwand davon schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Dann würde ich sagen, das war's wieder mit Dark Souls 2. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächsten Mal. Tschaußen.